Oh, glaubst du, die hat gemerkt, dass ich zu spät bin? Was habe ich denn verpasst? Ja, natürlich was Langweiliges. Oh Mann, ich hätte vorher noch was essen sollen. Oh, zum Glück habe ich Snacks dabei. Hm, meine Lieblingskartoffelchips. Oh, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Gibt's was Besseres auf der Welt als... was? Du kennst die Regeln. Entschuldigung. Ich warte dann einfach. Bitte zwingen Sie mich nicht. Du willst dich nicht an die Regeln halten? Nee, dann raus. Ach, gut. Genieße ich meinen Snack eben woanders. Boah, die Regeln sind total lächerlich. Soll ich etwa verhungern? Warte, was ist denn mit meinem Ordner? Kann ich die vielleicht damit verstecken? Ja! Mach einfach deine Chipstüte leer. Und falte sie dann so. Mach weiter, bis sie verkehrt rum ist. Dann nimmst du zwei Klammern und bringst sie unten an. Die Chips kommen zurück in die Tüte. Dann rollst du die Tüte zusammen und sicherst das Ganze noch mit einer Klammer. Zu guter Letzt heftest du die Klammern in den Ordner ein. So, jetzt machst du das Ganze wieder zu. Oh, das wird der Oberhammer. Cool bleiben, cool bleiben. Birla? Die Chips sind weg, sehen Sie? Alles klar, machen wir weiter. Tja, wenn Frau Appleby nur wüsste, dass sie direkt vor meiner Nase liegen. Nur nicht zu laut knuspern. Das habe ich gesehen. Was gesehen, Betty? Ein neuer Tag, eine neue Stunde. Und ich könnte einen Energieschub gebrauchen. Bring mich nach Zuckerstadt. Oh, allein der Duft ist schon belebend. Hey, rieche ich hier, was ich denke? Hä? Na, okay, hier. Nur ein Happen, okay? Hey, Mann, du isst ja das ganze Ding. Oh, das war echt gut. Oh, im Ernst jetzt? Mein kostbarer Schokoriegel. Ich muss das Zeug besser verstecken. Weit weg von Bellas gierigen Fingern. Aber wie? Ich habe auf jeden Fall viele Stifte. Und dafür danke ans Universum. Klebt eure Stifte in einer geraden Linie zusammen. Legt den Schokoriegel an ein Ende und rollt das Ganze wie einen Burrito. Auf diese Weise ist er gut versteckt. Endlich die ganze Schokolade nur für mich. Versuch jetzt mal einen Happen zu klauen, Bella. Ach, da hätte ich doch früher dran denken sollen. Rieche ich etwa Schokolade? Ich sehe aber keine. Was? Hier gibt's nichts zu sehen. Meine Nase scheint zu spinnen. Oder ich bekomme Migräne. Heimlich im Unterricht was zu essen kann eine schwierige Aufgabe sein. Was war das denn? Och, nichts. Ich genieße nur Ihren brillanten Unterricht. Puh, das war knapp. Sei lieber vorsichtig, Lady. Du willst dein Glück doch nicht herausfordern. Hey, bist du am Essen, Missy? Hä? Ich habe euch gesagt, essen könnt ihr in der Pause, nicht in meinem Unterricht. Her damit, Lilly. Oh Mann, das sind alle Süßigkeiten, die ich habe. Für diesen Hack brauchst du einen Stapel Post-it-Blätter wie diese hier. Zeichne ein großes Quadrat auf der Oberseite des Stapels. Nimm nun einen Cutter und schneide ein paar Blätter tief entlang der Linien. Nimm die Mittelstücke heraus, bis du dich etwa auf halbem Weg durch den Stapel gearbeitet hast. Und zu guter Letzt nimm deine Lieblingssüßigkeiten und lege sie ins Innere. Und vergiss nicht, das Ganze wieder zuzudecken.
Wenn du dich nun nach etwas Zucker im Unterricht sehnst, bleibe cool und lass dir von dem Post-it-Block den Tag retten. Manchmal überkommt einen der Hunger in den unpassendsten Momenten, wie dem Geschichtsunterricht. Oh nee. Ernsthaft? Ach Kevin, ich glaub's nicht. Du hast die Chips über unseren ganzen Tisch verteilt. Hier, nimm meine Tücher, um dieses schreckliche Chaos zu beseitigen. Mann, das war doch nur ein Unfall. Hey, Moment mal, ich habe die brillanteste Idee. Willst du deine Tüte Chips vor Explosionen bewahren? Entferne den Plastikspender und lege die Tücher beiseite. Klebe das Plastikteil so auf die Mitte der Chipstüte. Nimm als nächstes einen Cutter, um die Tüte in der Innenseite des Spenders aufzuschneiden. Perfekt. Schließ es nun, bis du wieder einen Snack naschen willst. Anstatt überall deine Krümel zu verschütten, kannst du jetzt deine Tüte Chips an deinem Schreibtisch genießen und das ganz ohne Chaos. Ach, wie schön du teilen kannst, Kevin. Das ist nett. Der Mississippi beginnt als kleiner Fluss im schönen Staat Minnesota. Oh, ich bin zu spät. Hoffentlich merkt das niemand. Ava, du kommst zu spät. Setz dich hin. Ja, Frau Lehrerin. Machen wir weiter, wie du über die Quelle des Mississippi laufen kannst. Oh, du siehst aus, als hättest du dich mit einem Hahn angelegt. Hi, Madison. Hi, Ava. Armes Mädchen, sie braucht ein bisschen Hilfe. Ava, das ist für dich. Oh, nee. Oh, ich sehe aus wie ein Gorilla. Ich muss meine Haare richten, damit es besser aussieht. Nee, immer noch dasselbe. Vielleicht schaut dir niemand ins Gesicht? Warte, ich kann dir helfen. Ava, schau, was ich habe. Wir haben Puder. Wir haben Funkeln. Wir haben Glitzer. Sogar Foundation. Ich bin deine Make-up-Fee. Ich habe mit einem Bleistift-Organizer angefangen. Ein Stück Pappe hilft es, in der Schublade zu verstecken. Jetzt kommt meine Lieblingsfoundation. In die Schublade passt eine Menge. Sie füllt den Raum perfekt aus. Etwas Rot für die Lippen nicht vergessen. Trennwände für Funkel und Glitzer in der nächsten Schublade. Abdeckstift nach oben. Und jetzt die Accessoires. Das kommt hierhin. Lipgloss hier rein. Make-up-Pinsel auch. Und um alles zu verschleiern, verteile ich Buntstifte, die mein Make-up verdecken. Madison, du bist meine Lebensretterin. Zeit zum Schminken. Oh, ich brauche definitiv Abdeckstift. Foundation. Und jetzt meine Lippen. Und die Augen darf ich nicht vergessen. Feinschliff. Ah, das Gorilla-Gesicht ist weg. Danke, Madison. Gerne. Mädels. Oh, der Pullover ist so kratzig. Ich häng fest. Ach, mein Nagel. Eingerissen. Oh, das muss sofort repariert werden. Die Nagelfeile zur Rettung. Mitochondria ist... Oh, sie sieht mich. Wie ich schon sagte, Mitochondrien sind wichtig. Das war knapp. Ich stelle einfach das Buch auf. Ich feile diesen gebrochenen Nagel bis zur Perfektion. Oje, ich fühle eine ominöse Präsenz in der Nähe. Keine Nagelarbeiten im Unterricht. Alle Nagelfeilen werden konfisziert. Zurück zur Zellstruktur. Okay, sie schaut nicht hin. Zeit für die Ersatzfeile. Feile, Feile, Feile. Hey! Unter dem Schuh. In meinem Ärmel. Verdammt. Ich tue so, als juckt mir der Rücken. Nee. Och nee, die hat alle meine Nagelfeilen. Abgesehen von der letzten. Es muss doch einen Weg geben, sie vor ihr zu verstecken. Da kommt mir eine Idee. Ich brauche meinen Cutter, damit sie funktioniert. Ich nehme das Ende ab. Jetzt zur Nagelfeile. Ich benutze einen Locher und stanze ein perfektes Loch rein. Jetzt das Ende des Cutters. Und das passt perfekt auf das Loch, das ich gemacht habe. Ja, die gleitet perfekt rein.
Jetzt nur noch die Kappe aufsetzen und fertig. Nun kann ich meine Nägel fallen und sie verschwindet direkt wieder. Ich habe meinen neu erfundenen Cutter immer dabei. Jetzt kann ich meinen Nagel weiterfeilen. Hey, schau mal, was ich gemacht habe. Ava? Was machst du da? Oh, besser verstecken. Das ist nur mein Cutter, Frau Lehrerin. Ich schätze, du hast recht. Oh, das hat funktioniert. Ah, zurück zu meinen Nägeln.